Ich glaube oder ich bin fest davon überzeugt, dass wir beim Thema Vielfalt und Inklusion nur dann weiterkommen, wenn wir aufhören, immer die gleichen Narrative zu bedienen. Inclusion verstehe ich als Weg, Diversity verstehe ich als Fakt. Was ja immer wieder auch so ein Thema ist, ist, dass Diversität entweder so als Zwang, jetzt muss ich etwas tun, oder als, oh, jetzt wird es wieder anstrengend, oder, oh, jetzt kommen wieder die Feministinnen um die Ecke. Be the change you want to see. Ich würde immer bei mir anfangen. Und da ist wirklich die lowest hanging fruit, die Kommunikation. Weil wenn du immer nur nach dem gleichen Erfahrungsmuster suchst, besetzt und Teams zusammenstellst, dann wird es natürlich mit diesem Thema Diversity nicht irgendwas werden. Diverse Teams funktionieren besser. Diverse Teams sind viel effizienter, um ein Produkt zu entwickeln, das viel mehr Menschen erreicht. Und in dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit werden auf einmal Ideen ausgetauscht, die vielleicht noch nicht ausgegoren sind, aber dann von der Gemeinschaft aufgenommen werden können und somit Innovation schaffen. Wenn man sich das immer wieder ins Gedächtnis ruft und sagt, ich habe Schubladen, das ist ganz natürlich, es ist nichts Schlimmes, dann kommen wir, glaube ich, einen Schritt weiter, weil es dann nämlich nicht passiert, dass wir sagen, wir haben unser Training gemacht, danke, alles gut. Vielfalt ist an sich kein Ziel. Vielfalt schafft nur dann Nutzen, wenn Vielfalt auch zum Wirken kommt. Wir alle haben unterschiedliche Wahrheiten. Und wenn ich anfange, in Kontakt zu gehen, dann kann ich diese anderen Perspektiven lernen wahrzunehmen. Und dann zu definieren, was ist denn eigentlich unser Gemeinsames? Wo wollen wir denn gemeinsam dorthin? Und welchen Beitrag kann ich unter Umständen leisten? Ab dem Moment, wo wir auf dieser Erde sind, egal in welchem Körper, dass wir was wert sind. Und wenn wir das verinnerlicht haben, dann können wir eben diesen System aufbrechen, kollektiv. Genau das. Gut, dann haben wir einiges zu tun. Dann hätten wir das ja geklärt. Ja, genau, erstmal.